So, willkommen zurück bei Borderlands und wir machen jetzt wieder ein bisschen Jagd auf Schockkristalle. Und Skags. Und Skags und alles andere, was so böse ist. Was wir eigentlich nie erwähnt haben, ist, wieso sind wir, also es wurde ja erwähnt, wir sind ja hinter der Kammer her. Ja. Aber wieso müssen wir zu Sledge? Aus dem einfachen Grund, weil er ein Fragment vom Kammerschlüssel bei sich hat. Ja, hat das nicht dieser komische holographische Fehler immer gesagt? Ja, genau. Hat der, diese Frau da, die immer mich so... Ja, dieser holographische Fehler. Genau. Manche nennen ihn, ist sie Engel, aber wir nennen sie holographischer Fehler. Weil sie nervt. Schlicht und einfach. Schaffst du es, Mauri? Ja. Okay. Vielleicht auch nicht, aber... jetzt hätte ich mich am Anfang von der Höhle mal auf, umskillen können, ja. Obwohl, ich meine, prügeln ist ja auch lustig. Es sind so viele Alpha-Skags, hier ist unglaublich. Was bist du eigentlich? Lange, ich bin nur ein bisschen weiter hinten. Geil, ja, ich hab 36% mehr Magazingröße. Cool. Das heißt, mein 3-Schuss-Revolver wurde jetzt gerade zu einem 4-Schuss-Revolver. Nice. Was bist du für... du bist auch gerade Level 17. Ja. Vorhin geworden. Schon ein bisschen lämmer. Hä, kann man die nicht... Ja doch, die kann man schlagen eben. Hab ich doch gedacht. Like hab ich ever. Doch gewusst. So, nehmen wir den ganzen Scheiß hier mit. Schön, dass ich wieder Munition habe für meinen Revolver. Ah, jetzt habe ich wieder, ja. Tatsächlich. Mm. Hätte ich doch lieber nicht. Irgendwie lässt mein Raketenwerfer langsam nach, habe ich so das Gefühl. Ja. Macht nicht so grauenhaft halt, viel Damage. Ist halt nicht so heftig wie mein Raketenwerfer bei Borderlands 2. Ja, stimmt. Wilhelm. Oh was nein, Wilhelm ist sehr stark, er wird dich umbringen. How about no? 10 Sekunden. Ey, ich kann nicht mehr schießen. What the fuck? Meine Magazine sind alle. Du kannst nicht mehr schießen. Ich konnte einfach nicht mehr schießen. Ja, und mit der Schock. Moni! Prügeln uns halt mal wieder durch die Gegend. Du hältst 4 Raketen. Wieso halte ich 4 Raketen? Weil du das aufgenommen hast. Ah. Was ist das? In der Höhle hört das sich noch geiler an. Ja. Da! Oh, diese Krabben. Hey, Mr. Krabs! Krabbenlarve. Wieso Larve eigentlich? Die sehen schon eher ausgewachsen aus. Ich will nicht auch wissen, wie der ausgewachsen aussieht, wenn das nur Larven sind. Wie du sagst. Das ist ein Krabbenwurm. Krabbenwurm. Rackhives. Genau wie Rackhives, ja. Auch schön. Immer wieder schön. Wird man dann noch sehen. Aber eben, jetzt hast du schön meine Munition aufgenommen. Meine schöne Raketenwerfer-Munition. Vorhin, ja. Aus Versehen. Eben. Ich bin einfach. Ah, du weißt, wie es ist. Ich habe Munitionsprobleme mit dem Raketenwerfer gerade. Boah, ey, das gibt's doch gar nicht. Wieso muss man die so lange prügeln, ey? Wenn ich einfach drauf schieße. Ich hab's hier oben. Ah, jetzt eben. Ah, ja, stimmt. Die gewusst, Kiste da oben. Dann die Kiste dort. Raketenwerfer. Oh. Na, Dreck und Dreck, oder? Ja. Dreck und. Dreck. Richtig. Und Raketenwerfer. Dreck. Ja. Oh shit. Scheiße. Säuresack. Ich kann echt nicht mehr reden, ja. Säuresack. Oh, ich bin fast tot. So close. Aber dafür ist er auch tot. Hey, Knallharter, du guckst mich so an mit deinen leuchtenden Augen. Oh, shit. Alter Schwede. Lass. Nicht in Ruhe. Stirb. Motherfucker. Das 2 Kristalle vergessen mitzunehmen vorhin. Ah, oh. Sorry. Au.
Bist du sicher, dass du nicht mal den Revolver trotzdem ausprobieren willst? Nö, nö, nö. Scheiße! Neue Stärke und ich sterb direkt wieder. Oh. Nein! Ich bin jetzt die ganze Zeit gestorben, wiederbelebt. Gestorben, wiederbelebt. Und wenn ich... Ah, ich bin egal hier. Ah, super. Stimmt, da oben war ja der... Checkpoint. Der Knallharte. Ja, und der Checkpoint. Knallharte. Und der Knallharte, der nichts macht. Ja. Idiot. Den könnte ich schön in den Popo schießen. Irgendwie machen alles Gags gerade. Ah, jetzt machen sie wieder was. Au, verfickte Spucke. Sterben sollen sie sterben. Denn sie haben, okay, noch, sie haben eine Daseinsberechtigung. Nur weil wir sie abschießen, genau. Ja. Das ist ihre Berechtigung. Töten! Irgendwo im Hintergrund höre ich wieder rein. Voll am Rumschreien. Oh yes, und alles am Verbrühen. Oh, Säure, Achtung, Alter. Wo ist Säure? Irgendwie Schwede hier. Ah. Wieso, ey, wie viele Skags wollen hier eigentlich noch spawnen? Stimmt, das war immer so eine Hardcore-Stelle hier oben. Scheiße, mich hat's erwischt. Mauri? Ich komme. Help. Okay. Wieder da. Yay! Oh, so schön viele Raketenwerfer-Munition. Ist ja unglaublich. Ey, es liegt nur Raketenwerfer-Munition. Nur für... Oh, Schild. Okay. Mal anschauen. Eine Granate, nimm ich mal. Schnelle Aufladung. Oder schnelle Gesundheitsregeneration. Ich nehme die Gesundheit mal. Okay. Ich habe jetzt einen Feuerresistenz drin, aber ich weiß nicht, ob mir das was bringt. Ja, das bringt dir nicht wirklich viel im Moment. Ja, ich nehme jetzt wieder den Dings, so eine schnelle Aufladung. Ja, Bitches werden klar gehen. So, dass hier gerade auch zwei nebeneinander sind, ne? Zwei Kisten. Ja. Finde ich auch lustig. Das haben wir schon lange keinen mehr aufgemacht, irgendwie. Habe ich Kisten? So das Gefühl, ja. Nicht? Die sind nicht mehr so Kistenhunter. Obwohl, das hat ja auch nicht so viele jetzt gerade. Vorne ist wieder einer, ja. Ja, das stimmt. Alter, der Schläger hält. Und hier liegt ein Claptrap-Bomb. Ich aktiviere mal schnell mal. Oh, Achtung, das ist ein Feuer-Psycho. Wo? Ein Feuer-Psycho, Feuere. Feuere-Psycho. Feuere, ja. Das ist eine Mischung zwischen Säure und Feuer. Hm? Ich muss mich echt umskillen, wenn ich weiter mit dem Raketenwerfer arbeiten will. Ja, ich würde es dir empfehlen. Weil die Raketen machen mir, die Explosionen machen mir selbst zu viel Schaden. Ich bin immer viel zu nah dran. Ah, stimmt. Das ist so ein Ding, das musst du zwingend machen. Jetzt weiß ich wieder, als ich mit Brick gespielt habe, was ich gemacht habe. Was hast du gemacht? Eben, ich habe, dass ich diesen Skill drin hatte, dass ich mehr Explosion mir was anhaben konnte. Ja. Er ist ziemlich wichtig. Alter, Mauri, help. Ah, nee, ist gut. Boah, ey, Keine. Ah, scheiße. You have to die. Knallharter Schläger. Come on, noch ein paar. Der ballert. Mit was ballert der auch irgendwie? Ja. Mit einem beschissenen Gewehr. Combat Drive. Stirb, knallharter Räuber! Ja, ich hätte schon längst reinprügeln können, eigentlich, merke ich gerade. So, jetzt hier. Trüchen. Blaue? Oh, sieht nicht schlecht aus, aber ja, auch nicht. Ja, ich nehme sie mal als Sturmwaffe. Like ever. Ah, die hat eine hohe Feuerrate. Ja, aber scheiße ungenau. Scheiße ungenau. Ich brauche sie auch nur als Sturmgewehr. Ja. Also ich leg mal die weißen Waffen wieder mal ab. Mach das. Mhm. Ah, hier liegt noch... Da. Oh, eine explosive... SMG? Aber macht null Damage. Null. Gar nichts. Weniger nix. Als null fast. Ja, ich habe eine Explosivwaffe gefunden. Oh, was für ein Blitzmerker. Gibt's Raketenwerfer, die Explosivschaden machen? Ich bin mir nicht sicher. Nee. Ob das Standard ist oder ob es noch so extra gibt. Nee, ich glaube nicht. Aber ich weiß, es ist eine extra Munition oben drauf. Für mich?
Warte mal schnell. Schlecht. Aber nee, das sind ja wirklich beide, ja, beide schlecht. Beide grauenhaft schlecht. Wir finden auch nur Schrott in den Kisten. Moment ist gerade Katastrophe. Grauenhaft. Hier hinten ist sonst nichts, ne? Nee. Das war's hier. Nö. Nö, nö, nö. Nö, nö, nö. Nö, nö, nö. Nö, nö, nö. Achso, ein Kristall wäre da hinten noch gewesen, aber. Nee. Im Endeffekt finden wir noch genug. Ah, so geht's natürlich auch. Weißt du, wie es auch geht? Berserker-Modus! So geht's natürlich auch, ja. Ja, töte alle weg. Ja, das ist ja mein Job als Berserker. Komm, Granate. Ja, danke, Granate. Ich bin gestorben, wieder erwacht. Schön. Und, hast du dich ausgelebt? Ja, ich habe mich ausgetobt. Oh, nee, ne? Komm schon. Ah, Mauri. Oh, sorry. Ah, sorry. Den hast du mir weggekillt. Ich habe es nicht gemerkt, dass das der Letzte ist. Das war der Letzte. Das war der Letzte. Hui. Dumme Munition. Verschwendung. Das ist nicht mal kaputt gegangen. Explosive Longbow. Nee, yeah. Die braucht niemand. Und Longbow hier ist eine. Oh, wie geil. 8,3. Geil? Der ist geil und der ist scheiße. Und ich bin Malfoy. Draco Malfoy. So ein Scheiß. Die Frage hat sich gerade erledigt, ob wir schon genug haben. Was denn? Kristalle? Ja. Nee, sobald man ja genug hat, kann man die ja nicht mehr abbauen. Naja, genau. Man kann zwar noch Milliarden Jahre drauf schießen. Oh, da nimmt mich gerade Wunder. Wenn man die ganze Zeit da drauf schießen kann. Ob man XP bekommt? Nee, nicht XP, sondern ob die Waffen, der Waffenskill dann hochgeht. Noch ein Experiment wert eigentlich. Eigentlich schon. Und ich habe letztens gesehen, wie man Borderlands Level irgendwie hoch züchten kann. Voll übel. Okay. Mit einem Glitch in Borderlands 2, wo man wirklich so. Kennst du noch die Mission, als wir ganz laut aufschrien, halt die Fresse! Ja. Bei dieser Mission kannst du irgendwie. Du kannst dich irgendwie da reinglitschen und dann bleibst du so auf diesem Ständer, nee, auf dieser Platte stehen, wo der Typ angefesselt ist. Ja. Und dann kannst du immer auf dem schießen und du bekommst die ganze Zeit XP. Oh shit. Damit machst du locker, also wenn du eine gute Waffe hast, wenn du jetzt die Infinite Munition hast, machst du locker irgendwie alle paar Minuten machst du Level, locker. Krasser am Anfang Scheiß. Wirklich so die erste Minute 3-4 Level. Und irgendwie nach 2-3 Stunden ist er bei Level 61. What? Das ist ja nicht lustig, oder? Nee, nicht wirklich. Außer, man will ihn hochskillen, damit man mit anderen mitspielen will. Aha, ja. Ja, aber trotzdem. Du fängst halt neu an oder so. Oder irgendwie sollen die anderen neu zusammen anfangen. Ah! Also, aber das Scharfschützengewehr ist, wenn man es trifft und sie in der Nähe. Ja, fuck. Dann brennen sie echt gut. Meinst du, sie brennen nicht jetzt wegen mir? Ja, jetzt brennen sie wegen dir, ja. Nächstes Level! Ui! Ich bin nur knapp dahinter. Mir ist gerade was anderes eingefallen, und zwar, was wir noch gar nicht erwähnt haben, Telltale Games. Oder haben wir das schon erwähnt? Nicht, ne? Ich bin mir nicht sicher. Nee, ich glaube nicht. Die Macher von, jetzt fällt es mir nicht ein. Von The Walking Dead. Genau. Videospiel. Adventure-Spiel. Die arbeiten an einem Prequel zu Borderlands. Genau. Dass sich eigentlich genau spielt. Genau. Auch Adventure. Walking Dead. Aus dem Adventure. Ja, ein Adventure wie funktioniert das mit Text? Also mit Antworten geben und so weiter. Ja. Du hast ja keine. Hä? Du hast ja keine irgendwie Objekte, die du kombinieren musst und so. Ich weiß gar nicht, so weit irgendwie. Ich glaube, das musst du auch machen zum Teil. Aber es ist einfach ein Adventure im Prinzip. Okay. Mit dem Karma und allen möglichen lustigen Sachen. Aber es soll auch in dieser
passt ja eigentlich auch schon sehr von der Render-Grafik. Render? Schon, nee, Cell-Shading. Cell-Shading, wie komme ich auf Rendern? Ja, von der Cell-Shading-Grafik passt ja sehr schön eigentlich zusammen. Ich habe hier Claptraps Rettungspaket. Ah, okay. Sind wir dann durch die Höhle durch? Oder gibt's da hinten noch was über die Brücke? Nee, da hinten gibt's ja noch die bösen, bösen Skags. Ah, oh, das ist die Höhle, ne? Mhm. Oh, oh. Das ist die Hölle, ja. Das ist Pain die Hölle. In the fucking ass. Oh. Und bitteschön, Fütterchen für dich. Das ist fast schlimmer als jede Runde des Gemetzels. So, jetzt brennt er schön. Guck, schön, wie er brennt. Schön. Ja. Der hat wirklich schön gebrannt. Echt einfach nur Pain, ey. Lass mich in Ruhe! Was treffen sonst dich noch? Wirf mal ein bisschen Granaten einfach in die Mitte. Das ah, schön, hi! Yay, hey, Granaten! So, ich prügel mich durch die Gegend. Oh. Wenn er aber da stehen bleiben würde, wenigstens. Wenn er mich nicht anspringen würde. Ja, nächstes Level mit Verspätung. Yeah! Ist das mal ein Feuerscan gewesen? Nein. Der hat einfach so heftig gebrannt. Das ist so aus, als wäre der Feuerspann. Ja. Wahrscheinlich. Auch gut, ne? Ja. Ah. Oh, mein neues Shield ist super. Das mit der Gesundheitsregeneration bringt's echt. Ja, das ist halt so ein Ding, ja. Obwohl im Endeffekt, wenn du wirklich viel Leben hast, spielt's keine Rolle mehr. Ja, eh. Aber was, wenn du solange du nicht... Ja, meine Transfusionsgranaten kommen. Wieso hast du die Kisten jetzt geöffnet? Du hast jetzt all meinen... Wieso hast du die Kisten geöffnet? Like ever? Und hattest was? Oder ja, hast du jetzt... Transfusionsgranaten. Sonst nichts. In beiden Kisten. Ja, nee, nicht beide. Ich habe nur eine aufgemacht. Dann mach die andere nicht auf. Ich will doch auch sehen, was drin ist. Logisch. Ich habe nur eine aufgemacht. Au. Komm, egal was ist. Gerne. Falsch rum, es ist auch. Ja, ist besser so als anders. Alter. Ja, hab's. Braucht jemand ein Medikit? Oh, super. Ich kann wieder Berserker-Modus. Oh, das ist echt so Pain. Berserker-Mode. War's das? War's das? Oh, endlich. Ey, wieder so ein. Guckst du einen Schrotflinten-Revolver? Ah, ja. Naja. 24 mal 7? Aber das ja, ist eben, eher scheiße. Revolver. Oh, Brick, beruhig dich wieder, bitte. Der ist voll am Abdrehen. Ich kann es aber auch irgendwie nicht beenden, leider. Ja, das ist... So, was ist das für ein Granatenmod? Und wir brauchen unbedingt mehr Spaß. Oh, sieht geil aus, aber ist scheiße. So. Weg. Revolvers und Pistolen. Juhu. Liquid wow, Snack. Die Pistolen machen schon ziemlich heftig Damage, ey. Die ist heftig. S&S, 53 Damage, 7,6 Schussrate, 39er Magazin. Oh, der nicht Revolver schlecht. Ist wirklich hart. Und der Revolver, ja. Also mehr oder weniger. 6 Schuss, Nicht schlecht, Herr Specht. Ja, das wird nicht schlecht. Ich nehme den mal. Ich probiere jetzt mal. Also, jetzt gucken wir mal schnell den Schrotflinten-Skill an. Er ist jetzt auf so. Schieße ich mal ein bisschen drauf. Ich habe wieder so richtig random. Aber ich bin bei Pistolen am höchsten. Nee, doch, bei Pistolen bin ich am höchsten mal wieder. Aber Launcher habe ich auch schon 3. Super. Nee. Ich probiere nochmal. Also ich lasse die mal liegen hier, die sind beide nicht so das Wahre. Dann nehme ich sie mit. Und? Nee, es hilft, es bringt nichts. Schade, haben sie ausgeschaltet. Ah, endlich, warte, ich kann endlich skillen. Ich müsste mich dann auch mal umskillen, damit ich mal ein bisschen fokussierter skillen kann und nicht so random verteilt, ja. Ja. Weil am Anfang ist das doof. Wenn du irgendwie Level hier durch... Links, ne? Ja. Wenn du Level 50 bist, ist es was anderes, da kannst du mehr als genug verteilen, aber so. Ja. Och nee. Welcome to Berserker Modus. Vor allen Dingen, er geht so ewig lange. Huha, huha. Das ist doch gut, dass er so lange geht. Ja. Hier ist der Clappy. Clappy. Ja! Speicher-Update. Das Wichtigste. Wo ist er? Ah, da. Flup! 18 Waffen.
Super, Feuerresistenz. Ich macht er nicht noch was auf? Nee, der jetzt nicht. Hä, nicht hier die Hütte? Nein. Bist du sicher? Ja. Sehr sogar. Ah ja, stimmt, er zeigt einfach den Mittelfinger. Oder poppt die Wand. Irgendwie. Er kackt die Wand an. Scheiß die Wand an! Ich bin am Zurückrennen, falls ja, du es gemerkt hast. Ja, ich hab's gemerkt. Schon neue Gegner aufgetaucht. Wollen wir die wirklich machen? Nein. Ja, Mann. Das habe ich Granaten hingeworfen. Ah, stimmt, ich habe ja meine Transfusion-Granaten, die uns heilen. Ah. Oh. Nee, mich heilt nur mich, leider. Ja, aber nur dich. Dich hätten sie geheilt, wenn ich die andere Fähigkeit drin hätte. Ist gut. Double Kill. Double Kill. Kill. Nein. Die, 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 die. Die, 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 die. Ey, stimmt, ich habe ja einen 8-Schuss-Revolver. Ah, warte. Was? Lala, ich habe die Skillpunkte schon mal zurückgesetzt. Super. Eigentlich müssen wir jetzt gar nicht rauslaufen. Wir können uns ja gar nicht einfach blablabla. Beamen. Wir könnten, aber wir müssen in einem Dings uns beamen. In einem Add-on. Ja. Und wie kann ich zurücksetzen? Kauf zurücksetzen. Aber ich würde ohnehin sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Jo. Und dann sind wir schon bei Firestone. Jo, bis dann. Tschüss.